ein ganz großes Thema natürlich ist die Spritpreiserhöhung. Ne? Das ist ein Punkt, der die Gemüter doch erzürnt. Herzlich willkommen wieder hier beim Fachfirmen-Podcast. Mein Name ist Alex und der Marvin ist natürlich auch wieder dabei. Hi. Und wir wollen euch heute ein Format oder das erste Mal ein Format veröffentlichen. Das geht jetzt einfach um einen Monatsrückblick. Ne, zu schauen, was bewegt gerade die Branche, auf was für Dinge muss man achten und was ist unsere Meinung auch zu diesen Dingen. Ne? Es geht einfach darum zu schauen, dass du immer aktuell unterwegs bist und auf die Probleme vorbereitet bist, die kommen könnten. Ne? Ja. Ganz simpel. Ja, wir haben jetzt den April 2022, also schauen wir uns an, was so im März passiert ist. Ja, und ein ganz großes Thema natürlich ist die Spritpreiserhöhung. Ne? Das ist ein Punkt, der die Gemüter doch erzürnt, sage ich jetzt mal, weil in Deutschland ja nichts wichtiger ist als der Spritpreis gefühlt. Daran ist die Zufriedenheit der Leute gemessen. Ich muss aber sagen, ich habe das Thema noch nie so ganz verstanden, weil früher war es ja so, da war der Spritpreis bei zum Beispiel 1,40, ne? Und dann machen wir einen Tag bei 1,35 und dann standen die Leute teilweise eine halbe Stunde an der Tankstelle, wo ich überlege, okay, es sind 5 Cent, sagen wir mal, dem Wagen passen, sagen wir mal 50 Liter sein. Dann wovon reden wir dann? Reden wir von 2,50 Euro Ersparnis, für die sie da 10, 15 Minuten anstehen. Dafür würden sie nicht arbeiten, faktisch, für dieses Geld. Also, man muss immer überlegen, wie das in Relation steht. Und das sehe ich hier, oder sehen wir halt auch hier bei diesem Bereich ja auch ähnlich, ne? Ja. Ja, am Ende, klar, es war jetzt natürlich eine deutliche Steigerung spürbar, aber die Frage ist natürlich, darf einen das so stark, sage ich mal, triggern oder darf das auch Einfluss haben auf meine Kalkulation, ne? Exakt. Das exakt. Ist dann halt die Frage, also da, kannst du vielleicht auch nochmal Feedback geben, wie das es gibt zwei verschiedene Sachen, die man betrachten muss. Punkt 1, wie mental, wird man mental davon beeinflusst? Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, das Hauptproblem auch. Und zweitens, was steht wirklich faktisch dahinter und was muss ich beachten? So. Ja. Die mentale Beeinflussung ist, wie gesagt, extrem. Also ich kenne sehr viele Leute, die sich da richtig aufregen. Jetzt sind die Spritpreise noch so hoch. Aber wenn wirklich mal überlegen, also wir reden jetzt davon, wir hatten vor, sagen wir mal, 3, 4 Monaten noch irgendwas um die 1,60, jetzt sind es 2,20 Euro. Ja, es ist eine Riesenerhöhung. Wenn das auch so weitergeht, muss man sich irgendwann Gedanken machen. Aber Stand jetzt sind das 60 Cent pro Liter, von dem wir da reden. Das ist bei einmal Volltanken, sind das wie viel? Jetzt geht Mathe natürlich wieder los. 15, 20 Euro wahrscheinlich, die es Unterschied maximal macht. Ne? Ist jetzt nicht schön, ist auch sicherlich für einen Verbraucher, der knapp kalkuliert, nicht optimal. Aber wir reden hier von Unternehmen. Es geht um 20 Euro, wenn man davon ausgeht, dass du für einen Kunden einmal einen ganzen Tank leer fährst, wo es dann 15 Euro mehr kostet. So, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das würde mich mental mega beeinflussen. Die 15 Euro kalkuliere ich mit drauf von mir aus, überhaupt kein Problem. Ganz wichtig übrigens hier, ich habe letztens die Idee von einem Partner von uns bekommen, der meinte, ja, wie würdet ihr das empfehlen? Soll ich das als separaten Punkt aufführen, so Tankkostenpauschale? Hat er davor übrigens nie berechnet. Hat jetzt gesagt, ja, es ist 60 Cent teurer, jetzt ist es 20%, 30% teurer geworden, wie auch immer. Mhm. Also 30, 40% kann man schon sagen, teurer geworden. Jetzt muss ich diese Pauschale berechnen. Mhm. Das Problem ist, wenn du das machst, wenn du das separaten Punkt aufführst, dann kann es wirklich zu einem Problem werden, weil Leute das sehen und sagen, boah, warte mal, nee, aber der andere berechnet das nicht mit, das passt. Der andere berechnet das auch mit, dann nimmst du direkt ins Angebot mit rein. Das führt dann zu Unmut. Exakt, ich würde es auf jeden Fall nicht separat aufführen. Ich würde es, wenn, in die Gesamtkalkulation mit einbringen, in die Zusatzkosten, sage ich mal. Das kann man machen, das ist kein Problem. Ja. Da kann man die 15 Euro einrechnen, wenn es so wichtig ist, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, also da reden wir jetzt von einem, wenn du sehr viele Aufträge machst, von einem höchstens vierstelligen Betrag im Jahr, höchstens, also irgendwas um die 1.000, 1.500 Euro vielleicht, von dem wir da reden, wenn du jetzt nicht ein Riesenunternehmen bist, das hält sich in Grenzen. Also ist jetzt nichts, was dich so mega beeinflussen sollte. Ich würde sagen, kalkulierst dir mit ein, mach halt eine Spritkalkulation mit rein in dein Angebot, dann kostet halt von mir aus das Ding keine 10.000, sondern 10.100 Euro mehr, wenn du komplettes einrechnest, oder 10.050 Euro. Ist dann halt so. Ne? Ja. Ist jetzt aber nicht tragisch, sollte dich vor allem mental nicht beeinflussen. Ja, denke auch. Also das Wichtigste ist halt, dass man sich davon jetzt mental nicht aufregt, also dass man sich nicht aufregt, deswegen kalkuliert das mit ein, macht es aber so, dass es halt jetzt nicht beim Kunden als extra Tankerhöhungsbonus oder Zusatzkosten. Das ist nur Psychologie dann, da hat er keinen Bock zu bezahlen. Genau, das führt zu Unmut, und ansonsten. Es gibt auch andere Dinge, über die man sich Gedanken machen kann, und zu denen kommen wir jetzt, die auch wirklich eine gewisse Relevanz im Unternehmen bringen können, und das ist, die Saison geht wieder los, ne? Also zumindest in vielen Bereichen, Bauelemente, alles, was jetzt so draußen stattfindet, geht es ja wieder los. Das Wetter wird gut. Die Leute bringen Zeit draußen, haben wieder Lust, werden ja auch durch das Wetter motiviert, wieder was am Garten zu machen, das Haus zu erneuern, zu verbessern, aufzuhübschen. Das Wetter wird ja besser, dadurch ist es auch baulich nicht mehr möglich. Genau. Dadurch ergibt sich jetzt natürlich quasi die Saison geht wieder los. Genau, und das sorgt natürlich dafür, dass du
alle Probleme, die so die letzten Monate angefallen sind, die du vielleicht nebenbei noch mit erledigen konntest, sei es Kontakt mit Herstellern, Lieferanten, sei es Kunden zu erklären, warum die Ware später kommt, sei es irgendwelche Sachen doppelt, dreifach zu kommunizieren, weil Corona-Regeln sich gerade geändert haben, solltest du jetzt in den Griff bekommen. Das hat damals vor ein paar Monaten wahrscheinlich dein Geschäft noch nicht so beeinflusst, weil die Zeit eh da war, weil eh weniger los war. Ne, gut, Partner bei uns, die haben natürlich immer zu tun, weil man halt es auch steuern kann, auch im Winter Anfragen zu bekommen, keine Frage. Trotzdem ist in der Saison mehr los. Aber diese Kinderkrankheiten solltest du jetzt los sein. Wir haben oder wir werden, je nachdem, wie wir das mit der Veröffentlichung machen, wird es in den kommenden Podcasts oder gab es in dem Podcast davor bereits Inhalte, wo es um genau diese Themen geht, um Materialplanung geht, darum geht, wie kann ich Preiserhöhungen durchsetzen. Und diese ganzen Themen sollten für dich geklärt sein. Du solltest jetzt in der Lage sein, dein Tagesgeschäft wieder halbwegs normal nachzugehen mit vielleicht 2, 3 kleinen Einschränkungen. Ja. Weil ansonsten verliest du in der Saison sehr viel Geld. Ja. Ja, wichtiges Thema ist natürlich auch jetzt, wo die Saison wieder losgeht, das Thema Arbeitskräfte verfügbar haben, ne? Weil die Leute tendenziell eben jetzt in dieser Zeit eben sehr stark anfragen. Ja. Ne? Und wenn du jetzt sozusagen in der Zeit davor schon sehr ausgelastet warst, dann wird es natürlich jetzt nicht besser. Ne? Das ist so Fluch und Segen zugleich. Also man ist ausgelastet. Exakt. Aber da muss man sich dann natürlich auch Gedanken machen, habe ich auch genug Leute? Und bin ich dafür auch gut vorbereitet oder bin ich jetzt schon sozusagen landunter? Ne? Gehen jetzt schon von Zahnfleisch. Genau, ja, wenn das jetzt so ist, dann musst du dir halt jetzt schnell Gedanken Lösung machen, suchen, wie du jetzt an neues Personal kommst. Also wenn du da sagst, das ist für mich interessant, melde dich gerne bei uns auch, da können wir auf jeden Fall unterstützen. Ja. Genau, das ist das Thema, also da musst du natürlich genug Leute haben. Genau. Ja, also letztendlich geht es einfach darum, jetzt die Saison, den Anfang der Saison, trotz der ganzen Unwägbarkeiten, die kommen, einfach gut zu überstehen, gut durchzukommen und wie gesagt, die ganzen Kinderkrankheiten, als das zu betrachten, mal sehen, Kinderkrankheiten, sei es jetzt Benzinpreise, sei es jetzt Materialthematik, das ist zwar alles nicht schön, das ist alles eine Sache, die natürlich auch Existenzen bedroht an vielen Stellen, aber es gibt auch Lösungen dafür, wir haben Lösungen an die Hand gegeben und wenn man diese Lösungen konsequent einhält, ist es vielleicht nicht so angenehm, wie es früher war, aber man kommt zumindest wieder auf ein ähnliches Niveau und da es allen so geht, bist du dann im Markt sogar sehr, sehr weit vorne. Weil das musst du dir auch mal klar machen. In Zeiten, wo es schwierig wird, kannst du mit vielen kleinen Ideen nicht extrem abheben. In Zeiten, wo es gut läuft, sind alle so in dem Rahmen. In Zeiten, wo es schwierig wird, die Leute, die nicht ideenreich sind, sind hier unten, die ideenreich sind, sind hier oben. Und das musst du dir einfach auch klar machen. Du hast jetzt die Chance, du bist dann vielleicht, das Gesamtniveau ist dann vielleicht sowieso 3 Stufen weiter unten, ne? Aber du bist immer noch am weitesten oben davon und wirst immer noch das meiste Geschäft machen und wirst immer noch dich am besten aus den Problemen quasi rausziehen, vielleicht sogar gestärkt rausziehen. Und wie gesagt, so würde ich es halt Krisen immer betrachten und alles, was jetzt gerade so passiert, deutet halt auf eine Krise hin. Alles, was jetzt auch Benzinpreise etc. so alles Symptome sind. Ne? Und wie gesagt, lass dich davon nicht runterziehen, mach dein Geschäft weiter, mach dein Ding weiter. Sei flexibel, sei ideenreich, verfolge den Podcast, weil da geben wir dir auch viele Dinge natürlich mit. Na, und das ist das Branchenupdate tatsächlich auch schon für den April, für den März 2020 gewesen. Ja. Eine Sache noch, und zwar, im März hat der erste Fachfirmenkongress. Stimmt, das hatte ich fast vergessen. Der Fachfirmenkongress hat ja stattgefunden. Genau, der erste A&M Fachfirmenkongress hat stattgefunden. Ist im Prinzip worum geht es da im Fachfirmenkongress? Genau um die Themen, die wir hier auch besprechen. Ja. Ne? Also es geht genau darum, wie kann ich in Zeiten, wo es vielleicht schwieriger wird, oder auch in guten Zeiten, einfach noch mehr aus meinem Unternehmen machen, wie kann ich, je nachdem, was ich möchte, mir mehr Zeit verschaffen, vielleicht mehr Gewinn machen, mehr Umsatz machen, Leute einstellen, vielleicht die Leute, die ich habe, auch einfach konsolidieren, dass ich auf dem gleichen Niveau bleibe, aber weniger Stress habe. Das sind alles Themen, die wir dann besprechen. Ja. Ne? Je nachdem, da ist für jeden was dabei. Wer kommt da? Partner von der A&M kommen natürlich primär. Es wird auch in Zukunft wahrscheinlich so sein, dass wir die offener machen werden. Also für die nächsten sind aber erstmal nur Partner geplant, weil wir hatten jetzt, es waren halt 40 Unternehmen, die da waren. Beim nächsten Mal sind mehrere hundert geplant, was hoffentlich mit den Beschränkungen dann noch geht. Ja. Das war jetzt das Hauptproblem, weswegen es nur 40 waren. Ja. Nicht, weil wir nicht mehr gewollt hätten, sondern weil es einfach nicht ging. Wir hoffen, das nächste wird wahrscheinlich im Juni, Juli stattfinden, der nächste Kongress, dass da dann auch deutlich mehr Leute kommen können. Ja, also jeder der Partners wird da eingeladen dann, so ist der Plan. Ja, also im Prinzip ein Branchentreff, wo man zusammenkommt. Exakt. Und eben die Leute, die anders denken möchten, auch anders denken können. Richtig. Also so ein, man kann schon sagen, obwohl es auch demnächst größer sein wird, trotzdem so ein gewisser elitärer Kreis, ne, mit natürlich. Leuten, die auch sich absetzen wollen in ihren Bereichen, die auch Gas geben wollen oder die einfach auch die Themen wie Mitarbeitergewinnung und so weiter und Digitalisierung für sich lösen wollen ne, und sich da auch austauschen wollen. Es ist sehr, sehr coole Veranstaltung und Leute, die einfach keine Lust haben, sich den Standards des Marktes, die auf, scheinbar aufgezwungen sind, zu beugen. Und die sagen, nee, ich schaffe meine eigenen Standards. Ja. Ganz simpel. Gut. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne ein Abo da, wenn dir das Ganze gefallen hat. Und ansonsten verabschieden wir uns erstmal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.